Wir sind hier vom KIT, vom Lehrstuhl Stiefelhagen und präsentieren hier unsere Gesichtsanalyse. Man sieht hier unsere Gesichtsdetektion, die Augendetektion und Posenschätzung. Das Gesicht wird über die Zeit getrackt. Darauf aufbauend kann man dann all das in Geschlechtserkennung machen. Das kann verwendet werden, um zum Beispiel anonymisiert Statistiken über Kundschaft im Supermarkt aufzunehmen. Und durch die Posenschätzung kann man auch ungefähr ermitteln, an welchen Produkten ist die Kundschaft interessiert. Dann haben wir hier Gesichtsausdrucksanalyse. Das verwendet ein System, was Psychologen entwickelt haben, um objektiv das Gesicht, den Gesichtsausdruck zu beschreiben. Das besteht aus mehreren Action Units. Diese stehen in direkter Verbindung mit Gesichtsmuskeln. Man sieht hier auch, die Balken schlagen aus, je nachdem, wie die einzelnen Action Units aktiv sind. Welche zum Beispiel die Augenbrauen hebt, schlägt hier oben der Balken aus oder die Naserümpfe, schlägt hier der Balken aus. Darauf aufbauend kann man dann auch Emotionen ermitteln oder kognitiven Zustand einer Person. Und ja, für Psychologen ist allerdings die Beschreibung interessanter, vor allem wenn sie Forschung machen im Bereich der Gesichtsausdrucksanalyse, um eben aus dem Gesichtsausdruck weitere Informationen ablesen zu können. Bisher ist es so der Fall, dass eben diese Action Units manuell Bild für Bild in Videos annotiert werden müssen. Und das ist natürlich sehr zeitaufwendig und ein automatisches System kann da eben viel Zeitersparnis bringen. Das Ganze läuft auch in Echtzeit für mehrere Personen. Dann haben wir hier ein Active Appearance Model, was einfach ein Gesichtsmodell ist, was auf das Gesicht gefittet wird. Man sieht hier mehrere Punkte im Gesicht, die sich mit der Gesichtsform mit verändern. Hier oben rechts haben wir dann ein normalisiertes Gesicht, wo diese Punkte auf feste Positionen projiziert werden und dann auch die Textur entsprechend angepasst wird. Man sieht auch, dass wenn man den Kopf bewegt, diese Projektion immer noch relativ frontal aussieht. Dies erlaubt dann die Gesichtsidentifikation robuster zu machen, wenn man als Vergleichsbild zum Beispiel ein frontales Gesicht hat und dann eben auch mit nicht frontalen Gesichtern die Gesichtsidentifikation machen will. Dann haben wir hier eine Anwendung für Gesichtsidentifikation, die Curemy heißt. Darin kann man in der Datenbank von Videoaufnahmen nach Gesichtern suchen oder nach Sequenzen von Personen suchen, indem man jetzt hier einfach aufs Gesicht klickt. Man sieht hier, dass die Ergebnisse schon relativ gut funktionieren. Sollte da Fehler sein, kann man natürlich auch noch Feedback geben und auch fälschliche anklicken, das Modell neu trainieren und dann eben auch die Ergebnisse verbessern. Das Anwendungsfeld dafür ist zum Beispiel am Frankfurter Flughafen, wenn jemand seinen Koffer abstellt und weiterläuft, dass die Polizei im Nachhinein die Überwachungsvideos sichten kann, automatisch hier in der Datenbank analysieren lassen kann und eben dann nach Verdächtigen in der Datenbank automatisch suchen kann, was bis jetzt, soweit ich weiß, eben manuell noch der Fall ist. Was man hier sieht, ist eine Auflistung von Episoden, die man sich angucken kann. Man kann jetzt eine anklicken. Dieser intelligente Videoplayer erlaubt es automatisch, Schauspieler zu indizieren in der Serie. Man kann dann einfach ein Gesicht anklicken und weitere Informationen zu dem Schauspieler erhalten und dadurch das Fernsehen ein bisschen interaktiver gestalten.